kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass Fintrip das Couchsurfing mit Stellplätzen ist. Also, um das Ganze ein bisschen ausführlicher zu erklären, es geht darum, dass man eben nicht auf Campingplätzen schläft und auch, dass man für seine Übernachtung, für den Stellplatz nichts bezahlt, sondern auf dem privaten Grund von einheimischen dänischen Leuten campieren darf, mit dem Wohnmobil stehen darf. Und das funktioniert so, dass man einmalig muss man diese Pintrip-Vignette erwerben für 40 Euro. Und mit der Vignette kommt auch ein super tolles Buch an, wo alle 250 Hosts, wo man in Dänemark schlafen kann, sich vorstellen. Auf jeweils einer Seite. Und man kriegt damit mit dem Buch und der Vignette auch gleichzeitig einen Zugangscode für die App. Dann kann man nämlich auf der App auch noch mal schneller gucken. Auf der sieht man das halt eingebettet in die Dänemark-Karte, wo jetzt welcher Host ist. Sonst in dem Buch muss man dann halt jeweils nach Region. Bevor ich das jetzt mich noch um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal drei Beispiele. Wir schlafen heute Abend auf einem sogenannten Landsitz. Also so heißt die Kategorie bei Pintrip. Es ist ein älteres Ehepaar in Rente. Das war mal eine Autowerkstatt, aber er arbeitet halt wie gesagt nicht mehr. Die zwei machen bei Pintrip mit, weil die sich freuen, wenn ab und zu mal ein bisschen Leben auf dem Hof ist. Diese Saison waren wohl schon 50 Leute da mit Pintrip. Wir wachen gerade auf von einer weiteren schönen ruhigen Nacht im Grün, die wir dank Pintrip hatten. Und zwar stehen wir gerade im Vorgarten sozusagen von Birgit. Die betreibt eine Öko-Bio-Farm. Ich möchte extra nicht das Wort Bauernhof verwenden, weil dafür ist es hier einfach viel zu gepflegt. Also es ist eher wie so ein Landsitz. Auch diese Einfahrt von ihr ist einfach so pompös mit so einem Wendehammer, wie bei so einem 6-Sterne-Hotel irgendwie. Ja, und ich drehe mich mal um. Also es ist halt alles mega gepflegt. Hier direkt hinter uns ist ein Spielturm, ein kleiner Teich und dann haben wir da noch so riesen Schaukeln. Und da hinten, ja, ist ein bisschen weit weg, sieht man aber noch das Haupthaus. Genau, und wir durften jetzt hier halt auf so einem Stück Wiese stehen. Da grenzen dann noch Pferdewiesen an, die Hühnerwiesen. Genau, und ja, in ihrem kleinen Farmshop haben wir uns auch schon eingedeckt. Also sie stellt halt selber Honig her, hat eine eigene Imkerei hier, natürlich Eier. Dann backt sie aber auch total ausgefallene, wie ich finde, Kekse und Spezialitäten. Da haben wir uns ein paar Sachen mitgenommen. Und alles in allem war es mal wieder eine richtig coole Erfahrung, auch halt wieder zu den Locals Kontakt zu haben. Guten Morgen. Heute stehen wir echt wunderschön. Also haben wir schon geschlafen. Nicht angebunden an ein Wohnhaus. Hier einfach auf dieser leeren Wiese mit Vogelgezwitscher an einem See. Und die Wiese gehört zu einem Feriendorf. Ist aber einfach so am Rande irgendwie wahrscheinlich noch nicht bebaut oder so. Und ja, das Feriendorf stellt diese Wiese eben auch für das Pintrip-System zur Verfügung. Und dann hatten wir auch noch eine ganz besondere, also wirklich eine außergewöhnliche Pintrip-Erfahrung. Das möchte ich euch jetzt auch noch mal kurz in einem Video zusammenfassen. Heute Nacht war wirklich besonders, weil wir stehen hier mitten in einer Alpaka-Farm. Also umgeben von insgesamt 53 Alpakas. 6 Pferden, jede Menge Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Hühner, habe ich noch was vergessen? Also ja, total spannender Übernachtungsplatz, den wir hier mit Pintrip ergattert haben. Ja, jetzt ist es halt total groß geworden. Wir haben jeden Tag drei
Führungen, einmal über den Hof und dann gibt es auch noch die Alpaka Walks. Da nimmt man dann halt irgendwie 5, 6 Alpakas an der Leine und darf mit denen spazieren gehen. Und dann ist es aber auch noch eine Zuchtstation. Also man kann hier, wenn man selber Alpakas züchtet, also oder seine Alpaka-Stute schwängern lassen möchte, hier hinkommen und die halt von so Zuchthengsten ja, hier befruchten lassen. Und ja, dann kommen aber auch welche Leute hier hin, die sich einfach informieren über die Alpaka-Haltung und die Pflege, weil die vielleicht selber Alpakas kaufen möchten. Und dann gibt es auch noch den Farmshop. Da gibt es jede Menge Produkte aus der Wolle von den Alpakas, was auch hier selbst gemacht wird. Also zum Beispiel Socken, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch mitnehmen als Andenken. Aber auch, weil die Temperaturen jetzt schon hier ziemlich eisig werden. Ich sagen möchte, dass wir das lieben, dieses Prinzip. Das ist so Hammer. Also das macht irgendwie 90% der Qualität unserer Reise aus, dass wir eben diesen lokalen Kontakt auch haben. Man stellt sich ja immer vor und man soll sich auch verabschieden. Wenn die dann nicht mehr da sind, soll man Zettel verlassen. Und ja, diesen Kontakt, den nutze ich aus. Also ich habe da schon meine vorformulierten Fragen. Die Zeit ist dann natürlich immer so knapp, ne? Und dann verwickle ich die aber direkt in so ein Gespräch. Will natürlich auch die Motivation rauskriegen, warum die bei Pintrip mitmachen. Wer da schon so alles war, aus welchen Ländern, was die für Geschichten erlebt haben. Ja, und das ist ganz toll, was man da immer so erfährt. Und das wäre eine ganz andere Reise, wenn man jetzt jeden Tag auf dem Campingplatz ist, wo man auch viele Leute kennenlernt, aber halt aus Deutschland. Ist leider so, ist alles Deutsche hier. Ja, und so einfach so privat bei jemandem so das mitzubekommen, ne? Wie die leben, wie das da ist, wie die den Alltag mit Kindern organisieren, was die arbeiten, was denen gefällt am Leben in Dänemark, was nicht. Ja, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Und deshalb sind wir auch richtig froh, dass wir es noch richtig auf den letzten Drücker rausgefunden haben, dass es das gibt. Ich würde noch kurz vorschlagen, ich gehe jetzt nochmal zurück zu unserem Haus auf Rädern und zeige euch auch nochmal das Buch. Und ich zeige euch mal hier, was wir uns schon alles im Vorfeld markiert haben. Ja, und das ist halt so aufgebaut, dass man jetzt von einer Region von Dänemark erstmal so einen Überblick sieht. Zum Beispiel hier Zentraldänemark. Und dann sieht man hier die Karte mit den Hosts. Und hier die Kurzübersicht. Und dann geht das halt für das Kapitel, fängt das halt hier an, ne? Dass die sich vorstellen. Also hier jetzt zum Beispiel ein Garten mit Shop. Also hier so sieht das aus. Und hier oben in der Legende sieht man dann auch, was da angeboten wird, beziehungsweise was nicht. Also hier dürfte man jetzt einen Hund mitbringen. Es gibt 2 Stellplätze. Man kann mit einem Wohnmobil über 10 Metern kommen. Ja, bei manchen gibt es auch Strom, das ist dann mit Bezahlung. Hier zum Beispiel gibt es Wi-Fi. Ja, also auch richtig edel gemacht, finde ich, das Buch. Und dann, was auch vielleicht noch gut zu wissen ist, sind diese 10 Regeln, die Golden Rules. Also, es ist so, ich sag mal, in 60% der Fällen, dass dort ein Shop angegliedert ist, dass da was verkauft wird. Aber Pintrip verpflichtet nicht dazu, also nur weil du dort schläfst, musst du nichts kaufen. Wertschätzung wäre schön. Also wenn du dich dafür interessierst für die Arbeit. Und ich meine, wenn das ein Bio-Gemüseshop ist, wir brauchen sowieso Gemüse, natürlich kaufen wir das dann da. Oder wenn da selbstgemachter Honig ist. Das macht doch auch total Spaß, das dann mitzunehmen, ne? Aber es ist halt keine Verpflichtung und in vielen Stellen ist es eben auch kein Shop dabei. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden vom Pintrip-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem tollen Reisesystem habt, dann hinterlasst mir doch einfach eine Nachricht in der Kommentarfunktion.